Ja, lieber Matthias, du siehst, liebe Mitglieder und Freunde des Ost-West-Forums, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Vorstands möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. So voll war der Saal nur zweimal, als zwei Bundespräsidenten da waren. Matthias. Ich freue mich natürlich über das große Interesse, was Sie für das Thema einerseits, aber eben auch für unseren Gast aufbringen. Aber es wundert mich nicht. Alle, die sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland, der Europäischen Union und Russland beschäftigen, wissen, dass sich eine Kluft auftut zwischen dem, was eine Mehrheit der Bevölkerung denkt und dem, was die Medien veröffentlichen und die Politik praktiziert. Das Bild, was uns täglich von Russland geboten wird, passt nur noch in das Schema von Gut und Böse. Wir sind die Guten, Russland und Putin an der Spitze verkörpern das Böse. Dieses einseitige, auch selbstgerechte Bild ist brandgefährlich, weil es eine Sicht auf die Konflikte befördert, die zwangsläufig auf eine Politik der Konfrontation und Abschreckung gegenüber Russland hinausläuft. Das führt zu der berechtigten Frage, ob wir das alles am Ende noch im Griff haben. Einer der erfolgreichsten Friedenspolitiker der vergangenen Jahre oder der vergangenen Jahrhunderts, muss man schon sagen, war Egon Bahr. Im Zentrum seines Denkens stand dies: Ob Freund, Gegner oder auch Feind, will man mit dem anderen in Frieden leben, sollte man sich in sein Denken und Fühlen, also in seine Interessenposition und seine emotionale Lage hineinversetzen und die Problemlage eben auch von dessen Seite her analysieren. Genauso dachte und handelte Egon Bahr. Deshalb fanden unsere weltweiten Biografiegespräche auch seinen besonderen Beifall. Denn da wird im Kleinen, im Zwischenmenschlichen, genau das praktiziert, was er auch im zwischenstaatlichen Bereich in seinen vielen und ungemein erfolgreichen Verhandlungen einsetzte: Respekt, Offenheit und Verstehen. Ja, er verstand die Ängste und Sorgen, aber auch die nackten Interessen der anderen Seite und bezog all dies in seine Verhandlungen mit ein. Unser heutiger Gast denkt und handelt im Barschen Sinne. Matthias Platzek kennt die lange und die Menschen prägende Geschichte Russlands. Er kennt ihre Einkreisungsängste, er kennt die Interessenpositionen der gegenwärtigen Regierung und nimmt zur Kenntnis, was Russen in den letzten 27 Jahren an Enttäuschungen und Demütigungen wegstecken mussten. Kurzum, er ist ein Russlandversteher. Dass dies mittlerweile als eine Art Schimpfwort verwendet wird, zeigt ja nicht nur Oberflächlichkeit, Beschränktheit und Fahrlässigkeit. Nein, es wird gezielt als Kampfbegriff eingesetzt, um Menschen wie Matthias Platzek oder Gabriele Krone-Schmalz bewusst, entweder als naiv oder als eine Art Verräter an den westlichen Werten darzustellen, die ja von Moskau angeblich allein mit Füßen getreten werden. Diese Kampagne wird von jenen geführt, die die Chronologie der Ereignisse bewusst weglassen und damit zwischen Ursachen und Wirkungen nicht unterscheiden können oder auch nur wollen. Die immer nur nicht verstanden haben, dass Frieden niemals eine Selbstverständlichkeit ist, dass man mit dem Frieden sehr sorgsam umgehen muss. Weil Matthias Platzek dies versteht und ernst nimmt, möchte ich ihn heute ganz besonders herzlich auf Gut Gödlitz begrüßen. Noch ein paar Worte zu seinem Leben. Matthias Platzek, geboren 1953, engagierte sich in DDR-Zeiten bei den Umweltaktivisten, war Minister ohne Geschäftsbereich in der DDR-Übergangsregierung von Hans Modrow, war von 1990 bis 1998 Umweltminister unter Ministerpräsident Manfred Stolpe. In dieser Zeit machte er sich übrigens als Krisenmanager beim Oder-Hochwasser 1997 den Namen als Deichgraf
Von 2002 bis 2013 war Platzek Ministerpräsident von Brandenburg. 2005 wurde er zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Nach nur einem Jahr trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück und aus den gleichen Gründen gab er das Amt des Ministerpräsidenten von Brandenburg 2013 ebenfalls auf. Neben vielen anderen ehrenamtlichen Aktivitäten ist er seit 2016 Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Matthias Platzek lebt in Potsdam, ist verheiratet und hat 4 erwachsene Töchter. Matthias, du hast das Wort. Lieber Hausherr, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass Sie an diesem dunklen Nachmittag dieser Einladung so zahlreich gefolgt sind. Ich bin gebeten worden, erst ein paar Sätze zu dem zu sagen, was ich zu dem Thema, was uns hier gesetzt ist, empfinde. Ja, stell's da hin, sonst schmeiße ich es irgendwie um hier. Und denke, und dann freue ich mich drauf oder würde mich freuen, wenn wir dann die Zeit nutzen, die wir hier gemeinsam haben, wenn wir über das Thema diskutieren könnten. Ich mache zumindest fast täglich bei Veranstaltungen die Erfahrung, dass ein großer Bedarf da ist, sich auszusprechen über das, was da viele Menschen bewegt, viel mehr Menschen als in manchen politischen Sphären gedacht wird. Also es war ja schon erstaunlich, für mich zumindest erstaunlich, dass das Thema unser Verhältnis zu Russland, was ja ein prägendes Thema auch für die Erhaltung des Friedens ist, im Bundestagswahlkampf so gut wie fast keine Rolle gespielt hat. Das ist schon auch ein bedenkenswerter und kein frohstimmender Fakt. Wir treffen uns ja hier auf dem Gut Gödelitz in durchaus sehr schwierigen Zeiten, in Zeiten, die man, so wie sie sich heute entpuppen, eigentlich vor 25 Jahren kaum hätte vorstellen können. Wir hatten neulich als Deutsch-Russisches Forum eine Konferenz, wo Sätze gesagt wurden, geprägt wurden, ja, machen Sie mal das Fenster ein bisschen auf, glaube ich, das ist ganz gut. Ja. Wo Sätze geprägt wurden, die erstens Zeugnis ablegten vom Charakter dieser Zeit, in der wir uns bewegen und die sich bei mir auch eingebrannt haben und das von Leuten, die wussten, worüber sie reden oder die wissen, worüber sie reden. Das war zum Beispiel von Wolfgang Ischinger zu hören, dass die Lage im Moment explosiver ist, als sie in den letzten 2,5 Jahrzehnten jemals gewesen ist. Und wenn das der Chef der Münchner Konferenz sagt, kann man annehmen, der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er weiß, was er da sagt. Der russische, aus meiner Sicht bekannteste Politologe und auch der fundierteste Lukjanow, gesagt, wir erleben im Moment das Ende einer Epoche. Wir merken es gar nicht so richtig, findet aber statt. Das Gravierende ist nur, wir haben nicht die geringste Ahnung, wie die nächste Epoche aussehen wird. Zum ersten Mal haben wir nicht mal eine Vorstellung davon, wie die sich gestalten wird. Und sein deutscher Kollege Bramel, manchen von Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, hat das dann ergänzt und gesagt, das liberale Zeitalter geht zu Ende und es wird wieder deutlich mehr von Interessen geleitete Politik künftig eine Rolle spielen. Und das Letzte, was mir noch in Erinnerung ist, hat der Generalinspekteur dazu beigetragen, auf eben dieser Konferenz, der ehemalige Generalinspekteur, manche von Ihnen kennen ihn ja, Harald Kujat, der gesagt hat, er hat den Verdacht, Klammer auf, auch als Angst zu formulieren, Klammer zu, dass wieder Schlafwandler unterwegs sind. Und er hat sich damit bezogen auf eine Analyse von Historikern, dass der Erste Weltkrieg unter anderem auch von allen möglichen Schlafwandlern verursacht wurde. Und es ist ja mal zusammengefasst worden in dem Satz, keiner hat ihn gewollt und plötzlich war er da und wurde ein ganz grausamer Krieg. Und Kujat sagte, guckt euch mal ganz genau an, wie die letzten Jahre und Monate vor 1914 waren und guckt euch mal an, was jetzt an verschiedenen Stellen der Welt, so ist ja auch der Erste Weltkrieg entstanden, der speiste sich ja aus verschiedenen Interessenkollisionen und Quellen und brauchte dann nur noch als Auslöser dieses Attentat, das war ja letztlich nur noch der Auslöser und nicht die Ursache des Krieges. Und wenn Sie das mal zusammennehmen, alleine diese 4 profunden Kenner der politischen Verhältnisse und Szene, Lukjanow, Bramel, Ischinger und Kujat, dann
kann einem eigentlich, wenn man noch bei Trost ist, eher Angst und Bange werden, wenn das die Analyse ist, in was für Zeiten wir uns derzeit bewegen. Und ich sage nochmal, wenn Sie sich mal zurückversetzen, wir hatten ja gerade den 9. November, 27 Jahre vorher, 28 Jahre vorher, es war die Zeit, wo wir dachten, und darüber wurde auch geredet, dass das Ende der Geschichte erreicht ist, dass wir uns über solche Dinge keine Sorgen mehr machen müssten. Die Charta von Paris wurde 91 von allen wesentlichen Staatschefs unterschrieben. Da finden Sie wunderbare Sätze. Heute liest sich das fast wie ein romantisches Papier. Da war davon die Rede, dass Gewalt keinen Platz mehr hat, wenn Staaten unterschiedliche Interessen haben, dass das nur noch im friedlichen Ausgleich passiert und dass wir eine Friedensordnung bauen. Und damals war ja der Begriff des gemeinsamen Hauses Europa eins, womit sich viele Hoffnungen verbunden haben und wo man dachte, das ist jetzt das, was vor uns liegt und das ist das, was wir jetzt gemeinsam ausgestalten werden. Ehrlicherweise muss man sagen, fürs letzte Jahrhundert, nie war eine Hoffnung größer und nie ist sie mehr enttäuscht worden. Denn nichts davon, was da niedergelegt ist, hat sich am Ende bewahrheitet. Wenn Sie nur alleine das Friedensgebot nehmen, schon der Jugoslawienkrieg, der ja nur Monate nach der Charta von Paris ausbrach, hat gezeigt, dass mitnichten der Krieg von unserem Kontinent verbannt ist und dass mitnichten Gewalt als Lösungsmöglichkeit für unsere Konflikte der Vergangenheit angehört. Aus meiner Sicht kommt übrigens, wenn wir davon reden, dass im Moment alles zunehmend kompliziert und schwierig wird, noch etwas anderes dazu. Das hängt vielleicht auch miteinander zusammen oder nicht nur vielleicht, aber es ist in den letzten Monaten auf jeden Fall deutlicher geworden, dass die Form unseres Zusammenlebens, also auf Deutsch die Demokratie, in die Diskussion gekommen ist. Auch etwas, was vor einer Weile noch unvorstellbar war. Und zwar, auch wir sind davon nicht gefeit. Das wäre ein extra Abendthema, was in unserer Gesellschaft in Deutschland zu diesem Thema passiert. Ich habe Wahlkampf, hat ja neben manch anderen Begleiterscheinungen was sehr Positives, dass man sehr komprimiert jeden Abend mit vielen Leuten diskutieren kann. Und ich habe als eines der bei uns, ich sage mal im Inneren vorhandenen Argumente unter anderem wahrgenommen, dass für viele die Art und Weise, wie wir Demokratie ausüben, wie wir miteinander umgehen, sie ihnen das längst viel zu komplex, zu unübersichtlich, zu unklar, zu langfristig und zu wenig ergebnisorientiert ist. Das muss man zumindest ernst nehmen. Demokratie wird immer schwierig bleiben, weil es ein Interessenausgleich ist. Aber mir ist so in diesen Wochen noch mal klarer geworden, ich komme dann gleich wieder zum eigentlichen Thema zurück, dass wir vielleicht zugelassen haben, dass unsere Demokratieausübung eine zu verrechtlichte geworden ist, die ein direktes Demokratieerlebnis immer schwerer macht, weil immer mehr am Ende vor Gericht landet und Jahre später kriegt man dann ein Urteil und dieses Urteil hat manchmal nichts mehr mit der Entscheidung, die mal durch Gremien gefällt wurden, zu tun. Und das Demokratie muss erotisch bleiben, Leute müssen einen direkten Bezug dazu haben und das ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Aber wie gesagt, das wäre ein anderes Thema. Direkter kann man das sehen, wenn man sich mal in Europa umschaut. Wir haben bisher immer, wenn über Diktaturen oder über Autokratien geredet wurde, dann hatte man feste Bilder im Kopf, dann ahnte man, es geht um China oder es geht um Weißrussland vielleicht noch, um einen Lukaschenko oder vielleicht auch um Putin in Russland. So einfach ist die Welt seit einer Weile überhaupt nicht mehr. Es fängt beim NATO-Mitglied Türkei an, wo man schon mal sehr genau hingucken muss, was das mit unseren Vorstellungen von Demokratie noch zu tun hat. Das ist in Ungarn und Polen zumindest sehr diskussionswürdig, ob das noch mit den Ursprungsvorstellungen der Europäischen Charta und Union zusammenhängt. Und selbst wenn man nach Washington schaut, ist da nicht mehr alles so einfach erklärbar. Weil du vorhin sagtest, es gibt so dieses leichte Schema, das Böse kommt aus Moskau. Das stimmt, da haben wir uns ja daran gewöhnt, das so zu sehen. Und bis vor kurzem hat man immer gesagt, und das Gute hat auch eine Adresse, es kommt aus Washington. Das ist jetzt schon schwieriger geworden. Das fällt nicht mehr ganz so leicht. Da müssen wir uns vielleicht eine neue Adresse aussuchen. Und spätestens seit der Asienreise von Donald Trump, diese 12 Tage legten Zeugnis davon ab, dass er doch einen ausgeprägten Hang auch zu autokratischen Kollegen hat. Auf jeden Fall, also mir fehlt da schon kulturell der Zugang, Herrn Duterte zu loben.
der sich brüstet, vom Motorrad aus Menschen erschossen zu haben als Abendbeschäftigung. Da muss man schon eine ganz schöne innere Reise machen, bis man sagt, dass das in Ordnung ist. Ich will das nur sagen, das ist der Kontext, in dem wir uns derzeit beleben. Das könnte man alles vertiefen und hier bestimmt auch abendelang diskutieren, weil eigentlich jede einzelne dieser Fragen unheimlich viele weitere Fragen aufwirft. Aber aus meiner Sicht, um das so ein bisschen zu abstrahieren, und ich soll ja auch nicht so lange reden, dass wir noch Zeit haben, ein bisschen runterzubrechen, für mich zeigt das, dass wir sehr, sehr gehalten sind. Ich komme nachher noch mal kurz drauf, unser Verhältnis zu Russland neu zu überdenken. Denn wenn die Welt sich so unsortiert zeigt, immer unsortierter, dann sollten wir mal versuchen, wenigstens die Konflikte, die aus meiner Sicht beherrschbar sind, die lösbar sind, wo wir ein Stück nach vorne kommen könnten, uns derer wenigstens anzunehmen, ehe die Welt ringsum völlig auseinandergefallen ist. Ich will mit zwei, drei Worten Ihnen vielleicht sagen, warum fesselt mich das Thema eigentlich so und warum habe ich auch diese Aufgabe sehr gerne und mit viel innerer Leidenschaft übernommen. Ich bin selber an der Kliniker Brücke groß geworden in Potsdam, manche werden sie kennen, die hat so eine besondere Rolle gespielt während der Mauerzeit. Wir wussten immer, wenn früh um 4 das Licht dort angeht auf der Brücke, dann werden wir 2 Tage später irgendwo im Fernsehen sehen, dass jemand ausgetauscht wurde und dort die Seiten gewechselt hat. Und weil das ein alliierter Grenzübergang war, es war die Brücke nach West-Berlin, also von Potsdam nach West-Berlin, genau in der Mitte, die letzten Spuren des weißen Striches auf der Brücke werden jetzt immer von Japanern versucht zu filmen, mit ihren Kameras laufen sie da immer in großer Zahl lang. Und weil es eine alliierte Brücke war, wohnten da in den Häusern unheimlich viele Russen. Das war ja damals so, Potsdam war sowieso sehr dicht besetzt. Und ich bin da mittendrin groß geworden. Ich habe in einem der Häuser gelebt, über uns und links und rechts waren alles Russen und das prägt einen. Und das vergisst man nicht und das hat indirekte oder merkbare und nicht merkbare, aber lang anhaltende Wirkung. Und Christa Wolf hatte gesagt, so eine Kindheitsmuster wird man halt nicht mehr los. Und da, ich werde es auch nicht los, bin auch nicht böse darauf. Manche von Ihnen, zumindest wenn Sie so grauköpfig sind wie ich, und manche sind es ja, werden sich vielleicht doch noch erinnern, und mir ist das, weil ich habe dort nichts anderes gerochen in dieser ganzen Wohngegend, das russische Benzin war so prägnant. Und ich fahre heute ja manchmal in die äußersten Tiefen Russlands, man trifft es nur noch ganz selten an, weil ich wollte immer mal wissen, was das Zeug war, was die da in den Tank gefüllt haben. Weil ich habe es nie wieder so gerochen, aber das ist etwas, was ich aus 1000 Gerüchen rauserkennen würde und immer wieder auch wahrnehmen könnte. Ich habe dann Glück gehabt im Fortgang des Lebens, ich will es kurz machen, mit Lehrern hat man ja immer Glück und manchmal noch mehr Glück. Und ich hatte noch mehr Glück, weil die Russischlehrerin war einfach eine ganz patente Frau, die es geschafft hat, 12, 13, 14, 15-jährigen Jungs, und das ist ja nicht so einfach, nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur nahezubringen. Ich hatte nie einen Horror vor Russenfilmen, sondern es gehören heute noch etliche der Filme zu meinen Lieblingsfilmen, weil natürlich war auch viel Schrott dabei, das ist keine Frage, das ist ja überall dabei. Aber es war eben überhaupt nicht nur Schrott, und die hat es verstanden, uns nahezubringen. Und mir ist damals, das hat das zweite Muster gesetzt, klar geworden, dass wir viel enger verwoben sind, als wir das gemeinhin wahrnehmen oder wahrhaben wollen oder wie auch immer. Wir haben neulich eine Ausstellung auf der Burg Hechingen eröffnet. Das ist die Hohenzollern, ich traue mich das hier in Sachsen kaum zu sagen, die Hohenzollern-Stammburg, also die preußischen Könige kommen von dieser Burg im äußersten Baden-Württemberg gelegen, und der wäre Thronfolger, wenn es die Novemberrevolution nicht gegeben hat, der hat die Ausstellung dort auf seiner Stammburg eröffnet, 300 Jahre Geschichte der Häuser Romanow und Hohenzollern. Erstens ist einem klar geworden, dass auch selbst die personellen Vernetzungen so eng waren zwischen uns, also die berühmtesten Zaren waren aus Sachsen-Anhalt wie Katharina, aber es gibt auch viele Fürsten und Fürstentöchter, die aus Russland kamen und hier von Deutschen geheiratet wurden. Schön war, diese kulturelle, in dieser Ausstellung ist das sehr schön rausgearbeitet worden, wie eng vernetzt und voneinander abhängig unsere kulturelle Entwicklung gewesen ist. Das hat sich auch so ein bisschen im Allgemeinwissen verloren. Es gibt ein Standardwerk, jetzt hat 800 Seiten von Literaturwissenschaftlern, in denen nachgewiesen wird, dass die deutsche Literaturentwicklung bis hin zu Heinrich Böll ohne die russische Literatur nicht denkbar
gewesen wäre. Also das ist alles ganz eng miteinander. Und zusammengefasst, auch unsere Probleme, die wir manchmal haben, hat der Metropolit Hilarion, der zweite Mann in der russisch-orthodoxen Kirche, zur Ausstellungseröffnung auf Hechingen sehr schön mit fünf Worten, indem er am Ende seiner Eröffnungsrede gesagt hat, Russland ist anders, Deutschland auch. Und das war so schön kompakt formuliert. Und das hat manches von dem, was uns da ab und zu ein bisschen beschäftigt und beschwert, einfach auch gesagt. Ich will mal gleich am Anfang des Abends, wir werden ja dann bestimmt auch unterschiedliche Meinungen hier und da austauschen, sagen, es gibt immer wieder die Vorhaltung, den Vorwurf, naja, du hast uns da jetzt zugetextet, aber das war zu unkritisch gegenüber Russland. Da ist was dran, dass so ein Eindruck entstehen kann, ist was dran. Und ich will es auch sagen, warum. Ich sehe sehr wohl, und ich bin ja oft, ich war jetzt gerade die ganze Woche in Moskau, wir haben eine Konferenz gehabt und ein paar andere Veranstaltungen, ich sehe genügend Punkte, über die ich nicht nur traurig, sondern manchmal auch wütend bin, was unsere russischen Freunde und Kollegen machen und wie sie es machen. Das fängt an beim Umgang mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zum Teil unsere Partner sind, sich als Agenten eintragen lassen müssen dort, obwohl sie im wahrsten Sinne des Wortes nichts weiter wollen, als dass die Gesellschaft sich positiv und gut entwickelt. Das geht bis hin zum Umgang mit der Ostukraine und. Ich würde vieles finden können und sage das auch in Russland hinreichend deutlich. Ich mache das hier deutlich weniger und das hat einen ganz schlichten Grund. Ich sehe bei uns hier in Deutschland nicht die geringste Marktlücke für Kritik an Russland. Wer sich informieren will über Dinge, die an Russland zu kritisieren sind, muss sich nicht die geringste Mühe geben. Er braucht nur am Zeitungskiosk stehen bleiben, er braucht sie nicht mal kaufen. Er braucht nur einmal die Schlagzeilen runtergucken, kann die Tagesschau anmachen, das ZDF anmachen, was auch immer. Alles, was an Russland zu kritisieren ist und auch was nicht zu kritisieren ist und trotzdem kritisiert wird, ist alles vorhanden. Und manchmal aus meiner Sicht schon mit einer kleinen hysterischen Note, weil inzwischen hat man ja den Eindruck, selbst wenn es anfängt, Starkregen zu geben, müssen russische Hacker irgendwo dabei gewesen sein, weil das ist schon alles so, das Bild ist schon so fest, dass da kaum noch Raum für Differenzierung und für echte Debatte bleibt. Also das hat zur Ursache, dass ich eben vielleicht erscheine als dazu unkritisch. Ich will nur noch mal auf die Eingangsworte sagen, mich beschwert das auch mit dem Thema Verstehen. Also dass wir inzwischen in der Lage sind, schon allein den Begriff, dieses wunderbare Wort verstehen können, so zu denunzieren und in einen solchen Kontext zu setzen, dass es quasi Bildzeitung ganz aktiv als Schimpfwort gebraucht wird. Das ist schon, das legt auch ein bisschen Zeugnis über das ab, was bei uns eigentlich so vor sich geht. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht mal vorstellen können. Übrigens, ich habe auch manche politische Auseinandersetzung hinter mir, aber selbst meinen politischen Gegner würde ich immer, und selbst wenn er mein Intimster und Bösester wäre, immer versuchen, wenigstens zu verstehen. Weil ich muss ja wenigstens verstehen können, warum er so ist, warum er das macht, was er macht und was die Triebfedern sind und anderes. Und da wundert mich, dass das schon in diese Kiste hineinkommt. Wenn man, und das soll ja auch, glaube ich, heute Abend eins der Hauptthemen sein, darüber nachdenkt, und das sollte uns ja alle beschäftigen, wie wir aus dieser Misere eigentlich rauskommen wollen, muss man sich der Mühe unterziehen, wenigstens kurz und knapp und schnell, aber wenigstens auch mal zu fragen, was ist eigentlich wirklich passiert. Weil der Zustand, den wir heute haben, der kommt ja nicht aus dem Nichts, der ist ja nicht aus dem Nichts geboren. Und ich würde ihn als schlicht als Scherbenhaufen bezeichnen. Also das, was wir heute an Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern haben, ist politisch mindestens ein kompletter Scherbenhaufen. Und wir können jetzt nicht, und da habe ich auch nicht die Zeit hier bekommen, obwohl ich gerne ein bisschen weiter zurückgehen würde, auf die vielen, vielen uns verbindenden und auch die fürchterlichen Phasen, uns trennenden Phasen einzugehen. Aber wenigstens die letzten 25 Jahre muss man mal sich anschauen. Und das fängt schon alleine damit an, und ich habe es jetzt gerade erst wieder erlebt, wenn Sie
in Russland Vorträge halten oder an Diskussionen teilnehmen, auf Podien sitzen und verwenden Worte, die bei uns zumindest eine gewisse feste Konnotation haben und gebräuchlich sind, wie Demokratie, Marktwirtschaft, Privatisierung oder so, dann erleben sie fast flächendeckend in Russland eine erhebliche Ernüchterung. Das Wort Privatisierung ist das schlimmste Wort, was sie so ungefähr gebrauchen können. Marktwirtschaft kommt gleich danach, weil Russen verbinden damit die Jahre von 1990 bis 1998 und sagen mir immer und immer wieder, dass das das schlimmste Trauma der jüngeren Geschichte ist. Übrigens, deshalb dürfen wir uns auch nicht wundern. Levada ist ja das einzige wirklich freie Meinungsforschungsinstitut, geleitet von Lev Gutkov, wahrlich kein Putin-Freund, ganz im Gegenteil, musste sich auch als Agent qualifizieren lassen dort. Der hat eine Umfrage gemacht, wo die Epochen mal abgefragt wurden, jetzt gerade, wie sieht der normale Russe die verschiedenen Epochen? Da rangiert die Brezhnev-Zeit weit, weit vor der Jelzin-Zeit, weit. Also das hat damit zu tun. Und wir denken immer noch, Mensch, das war doch der Aufbruch und da konntet ihr doch endlich machen, was ihr wolltet. Die Russen sagen, geschenkt, wir hatten nichts mehr zu fressen auf Deutsch. Also das ist so. Und wir haben damals immer, wenn ich dort, ich war damals Jungdemokrat, wenn man so will, ja gerade im Westen angekommen und habe dann da wahrscheinlich mit leuchtenden Augen über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und andere Dinge erzählt und haben mir russische Kollegen nicht selten gesagt, schöner wäre, wenn du uns irgendwie sagst, wie ich meine Kinder am Monatsende satt kriege. Das wäre mir jetzt erstmal wichtiger als die anderen Dinge. Da darf man sich auch nicht drüber erheben. Das war das, was diese Gesellschaft massiv geprägt hat. Und wir haben ja dem Jelzin unheimlich viel nachgesehen. Wenn ich mir die Geschichte nochmal durchlese, dass der sein Parlament mit Panzern beschossen hat, das haben wir bei Jelzin, weil der passt in unser westliches Denkschema, haben wir gesagt, der darf das machen. Obwohl es ein Verfassungsbruch ohne Ende war, das Parlament zu beschießen. Aber das haben wir damals alles noch ein bisschen anders eingeordnet. Das eine ist, dass die Russen daraus bis heute traumatische Gefühle haben. Und darin liegt ein Teil der Ursache der Verehrung, die viele immer noch Wladimir Putin entgegenbringen und die bei uns schwer verstanden wird. Aber ich sage immer, wenn in Deutschland so etwas Ähnliches passiert wäre, dass wir so eine Phase durchgemacht hätten, wo am Ende die Konten auf Null gestellt wurden, das war 98 so, wo die Renten fast nicht mehr gezahlt wurden, ganz selten und auch öffentliche Gehälter, das möchte ich mal bei uns im Lande sehen, was dann politisch losgegangen wäre. Dagegen ist das in Russland noch relativ vernünftig abgegangen. Und wenn dann jemand kommt als neuer Präsident und die Strukturen ordnet, den Staat wiederherstellt, die Löhne wieder zahlt, dass der erstmal ringsherum Verehrung ohne Wenn und Aber erfährt, ist der normalste Prozess der Welt. Also wir wussten alle, erst kommt's Fressen und dann die Moral. Das ist überall so, wäre bei uns nicht anders. Und von daher, glaube ich, sollten wir da sehr, sehr vorsichtig agieren, weil wir haben oft den Unterton drin, naja, die sind noch nicht ganz erwachsen demokratisch, die Russen, deshalb lieben die den Putin und verehren den. Also wir müssen denen das noch beibringen, wie das richtig geht. Das ist mir deutlich ein Tick drüber. Es gibt aber noch was anderes, was wir aus meiner Sicht unterschätzt haben. In den Jahren nach 1990 hat Russland einen Status verloren, nämlich den Status einer Supermacht. Und man kann sowas gesellschaftspsychologisch überhaupt nicht ins Gart drücken. Weil es gibt ja diese alte, da liegen ja oft Wahrheiten drin, diese Taxifahrergeschichte in Moskau aus den 90er Jahren, dass die gesagt haben, naja, früher unter Brezhnev, das Leben war schon beschissen. Aber ansonsten, wir sind die Weltraummacht, wir sind die Sportmacht, wir sind die Militärmacht, wir sind überall vorneweg. Und das gibt uns dann auch immer in solchen Momenten die Kraft. Und heute, damals eben unter Jelzin, das Leben ist immer noch so, wie es vorher war, bloß wir sind gar nichts mehr. Wir bedeuten auf der Welt überhaupt nichts mehr. Wir interessieren niemanden mehr. Das hat mehr Schaden angerichtet, als wir denken, in der Volksseele, wenn man das mal so nennen will. Und es war ein Vakuum entstanden und dieses Vakuum muss ganz natürlicherweise, das würde jedem Land so gehen und speziell einem Land, was sich über 10 Zeitzonen erstreckt, aus 100 Nationalitäten besteht und diese Geschichte hat, dieses Vakuum musste gefüllt werden. Und wenn wir uns heute manchmal fragen, warum auch Russland wieder deutlich nationalistischer geworden ist, das sind sie. Ich finde das auch längst nicht alles schön, warum die russisch-orthodoxe Kirche so eine starke Stellung inzwischen bekommen hat. Das hat viel mit der Ausfüllung dieses Vakuums zu tun. Diesem Land fehlte restlos die Klammer. Es war, mal ein Land von Vladivostok bis weit westlich von Moskau irgendwie zusammen. Und ich kann da eine kleine, wenn der Chef des Hauses mir das erlaubt,
Anekdote erzählen. Ich war vor ein paar Jahren in Wladimir in der Kirche unterwegs. Das ist ja praktisch der Petersdom der russisch-orthodoxen Kirche. Mit einem mir lange bekannten Russen, der heute Senator ist im Föderationsrat in Russland, war früher in der KPDSU, ein Militärstaatsanwalt. Es war eisekalt, so etwa wie jetzt, war auch dieselbe Jahreszeit. Ich hatte die falschen Schuhe an, eiskalte Füße und wollte raus aus der Kirche, langsam. Die ist ja riesig. Und wir kamen keinen Millimeter voran, weil der küsste jede Ikone. Und irgendwann habe ich ihn dann mal gefragt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wir kennen uns schon lange genug, du warst Kommunist und in der KPDSU und jetzt kommen wir hier nicht durch die Kirche durch, weil du vor jeder Ikone stehen bleibst. Und da hat er ganz fröhlich gesagt, das kann ich dir gut erklären. Ja, ich war Kommunist und die KPDSU war die Klammer für dieses Riesenreich, damals ja noch größer mit der Sowjetunion. Ab 90 gab es keine Klammer mehr und wir haben gemerkt, wie das alles zerfällt. Die einzige Klammer, auf die wir noch gekommen sind, war die russisch-orthodoxe Kirche, die überall vertreten war. Und die hat unser Land wieder zusammengehalten. Und mit derselben Überzeugung, wie ich Kommunist war, bin ich jetzt orthodoxer Christ. Und deshalb werde ich jede Ikone jetzt hier auch, werde ich jeder Ikone die Ehre erweisen. Da kann man vielleicht ein Stück drüber lächeln. Mir war wegen der kalten Füße nicht so. Aber da ist ganz viel drin, weil so ein Land muss. Und die Russen sagen ja auch immer, wir müssen anders regiert werden als Belgien. Es dauert hier mit dem Flugzeug länger als da mit dem Auto, um hier durch das Land zu kommen. Und ich glaube, das sind so Dinge, wie ich überhaupt denke, dass da vielleicht einer unserer Hauptirrtümer begründet liegt. Wir haben ja in den 90er Jahren aus meiner Sicht so etwas Ähnliches wie eine romantische Zuneigung zu Russland entdeckt. Russland war schwach. Es war sehr folkloristisch. Der Boris Jelzin hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Urteil auch bestätigt wurde. Und wir mussten uns nicht im geringsten damit beschäftigen, ob Russland eigene Interessen hat, ob von Russland eine Gefahr ausgeht, ob irgendwie solche Dinge sind, sondern man konnte seine ganzen sonstigen Vorstellungen über Russland entfalten. Und jetzt merken wir langsam und sind mittendrin in dem Prozess, dass das ein riesengroßer Irrtum war. Wir haben ja damals auch gedacht, mit ein bisschen Nachhilfe, mit ein bisschen Druck und ein bisschen erhobenem Zeigefinger, da wir über das beste System verfügten, über die besten Werte verfügten, über die beste Demokratie verfügen, bleibt den Russen also gar nichts übrig, als das alles ganz genauso zu machen wie wir. Mit ein bisschen Geduld werden wir das erleben. Und wir stellen jetzt fest, mitnichten wird das so werden. Und ich hoffe und wünsche sehr, dass wir künftig, ehe wir solche, ja, am Ende endet ja so eine Haltung im Regime-Change, das haben wir ja auch teilweise erlebt, und auch welche Folgen das dann hatte, wenn es dann sogar mit Intervention verbunden war. Ich wünschte mir, dass wir, wenn wir solche Vorstellungen entwickeln, viel mehr darauf noch achten, welche Traditionen gibt es in diesem Land, welche Geschichte hat dieses Land, welche Mentalität ist in diesem Land, bis auch zur schieren Größe, dann werden wir nämlich auf Unterschiede kommen. Und deshalb glaube ich, wird weder China jemals den Weg zu einer Westminster-Demokratie nehmen. Russland wird seinen Weg zu einer demokratischen Umgangsform finden. Es wird ein langer, es wird ein steiniger, aber es wird vor allen Dingen ihr eigener Weg werden und nicht der Weg, den wir praktisch ihnen verordnen, wenn man so will. Ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass wenn man seine eigenen Werte gut und richtig findet, dann ist das Allerbeste, was man auf der Welt machen kann, sie richtig gut vorleben, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger zum Nachbarn tragen. So was funktioniert, lernt man schon als Lehrer, dass das selten richtig funktioniert, sondern anderes viel, viel ansteckender ist. Wenn wir, was ich eben gesagt habe, versuchen wollen, Wege zu finden, wie man rauskommt und gucken will, was ist Falsches gemacht worden, kann man jetzt ja beide Seiten beleuchten. Was haben die Russen falsch gemacht? Was hat der Westen, ich darf das mal subsumieren, falsch gemacht? Ich beziehe mich mal hier wieder auf die Dinge, die wir selber falsch gemacht haben. Wir leben ja in der festen Überzeugung, dass die Schuld an dem Zustand auf einer Seite liegt. Und das ist mit Sicherheit nicht unsere, sondern die Russen haben das falsch gemacht. Wenn ich darf ja ab und zu, seit ich nicht mehr im Amt bin, Vermittlungsaufgaben übernehmen. Und als Vermittler wird man ja oder als Schlichter wird man ja immer gerufen, wenn gar nicht mehr geht. Wenn beide Seiten zwar am Tisch sitzen, aber nicht mehr miteinander reden, sich nicht mehr austauschen. Und
Ich sage mal als erstes, und man ist natürlich der festen Überzeugung an diesem Tisch, Schuld hat die gegenübersitzende Seite, kann ja gar nicht anders sein. Ich sage dann immer als erstes, es wäre gut, wenn ihr jetzt alle noch mal eine Stunde rausgeht und mal über was anderes nachdenkt und dann wieder reinkommt, nämlich den Anteil Schuld, den ihr selber habt. Also was habt ihr selber falsch gemacht in diesem entstehenden Konflikt, dass es zu dieser Situation kommen könnte, und dann können wir vielleicht eine Gesprächsgrundlage finden und führen. Das ist für viele eine sehr schwierige Aufgabe. Die sind sie dann oft auch gar nicht vorbereitet. Ich will mal bei dem, wo ich glaube, dass wir, der Westen, erhebliche Defizite hatte und mitnichten alles richtig gemacht hat, ein paar Worte dazu sagen. Das eine wird in Russland unter der Überschrift Triumphalismus behandelt. Da geht es kurz und knapp darum, dass wir aus ihrer Sicht zu schnell vergessen haben, dass die deutsche Einheit, auch die europäische Einigung, ohne die damalige russische Regierung unter Gorbatschow schlicht nicht denkbar gewesen wäre. Wir dürfen ja nie vergessen, dass Margaret Thatcher und François Mitterrand damals noch auf einem ganz anderen Leitstrahl waren. Ich werde zumindest nicht vergessen, dass Mitterrand noch im Dezember 1989 in die DDR gekommen ist, um einen 20-jährigen Handelsvertrag abzuschließen, damit gar nicht eine Idee aufkommen könnte, die beiden Deutschlands kommen wieder zusammen. Und Margaret Thatcher sagt ja, zwei Deutschlands sind viel besser, passen ihr viel besser als eins. Ohne damals Bush Senior und Gorbatschow wäre es gar nicht möglich gewesen, dass wir zusammenkommen. Es gibt einen zweiten Punkt, der noch mehr in Vergessenheit geraten ist, der völlig ohne irgendwelche Gegenleistung, also wesentliche Gegenleistung, erfolgte Abzug der russischen Truppen. Auch das ja eine Bedingung dafür, dass es überhaupt die deutsche Einheit umgesetzt werden konnte. 500.000 Soldaten sind relativ sang- und klanglos, haben das Land verlassen. Die russischen Generäle, die alten Generäle, wenn man mit denen redet, sagen einem heute noch, natürlich haben die ihre eigene militärische Sicht, es wäre ein monströser Fehler gewesen, sowas macht man als Militär nicht, wenn man einen Brückenkopf erobert hat, den einfach ohne jede Gegenleistung wieder aufzugeben. Die Gegenleistung ist das schwierigste Problem dabei, denn empfunden gab es eine. Und das ist ja der Vorwurf, der Gorbatschow in Russland so manifest gemacht wird, warum auch seine Beliebtheit nur bei 5% liegt. Die Gegenleistung war, dass die NATO nicht nachrückt. Und das war ja das, was Gorbatschow sich gewünscht hatte und was unbestritten, mündlich zumindest, unbestritten, Beka und Genscher damals auch ihm zum Ausdruck gebracht haben. Wir waren ja noch bei Gorbatschow mit Egon Bahr, die letzte Reise, im Sommer 2015 war das, ne? Und da hat Gorbatschow relativ, wie ich finde, nachvollziehbar, sinngemäß, an Worte hat er andere gefunden, gesagt, die Stimmung 90, 91, in die müsst ihr euch reinversetzen, war eine völlig andere, als wir das heute rückblickend wahrnehmen. Sie war wie die Charta von Paris, auf Einigung, auf Gemeinsamkeit, auf Frieden, wir bauen ein gemeinsames Haus. Also nach dem Motto, etwas salopp gesagt, da wäre ich fast schoflich vorgekommen, jetzt zu sagen, das müsst ihr mir aber alles schriftlich geben. Es gab Handschlagdinge damals. Es war eine völlig andere Grundstimmung, als wir sie heute wahrnehmen. Dieser Grundstimmung hat er Tribut gezollt. Und das stößt ihm heute bitter auf, weil natürlich war es mehr oder weniger ein leeres Versprechen. Und das Gegenteil davon ist eingetreten. Und das ist für die Russen nicht nur eine herbe Enttäuschung, sondern sie empfinden das, ich komme nachher noch kurz zur Bedrohung, empfinden das auch als eine eklatante Bedrohung heute. Und da wird dann, wenn Sie in Debatten mit NATO-Leuten oder so sind, immer gesagt, die haben da eine Macke, die haben eine Sicherheitsmacke. Das kann sogar sein. Aber da sollten gerade wir in Deutschland mal auf den 22. Juni 1941 gucken, den Tag des Überfalls. Dann ahnt man vielleicht, wo so eine Macke, wenn man es so nennen will, herkommt. Natürlich haben die Russen heute ein Rieseninteresse daran, irgendwelche Arten Pufferzonen zu haben. Sie wollen nie wieder, dass direkt an der Grenze was passieren kann. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Übrigens, Triumphalismus nennen die das im Wesentlichen deshalb so, weil es eine Urregel eigentlich ist. Wenn einer einen Kampf gewinnt und der andere verliert, das war hier so, das soll man 89 auch nicht schönreden, der Westen hat ganz klar gewonnen, der Osten hat ganz klar verloren. Was aber dann eigentlich dazugehört? In jedem, wer im Fußball ein bisschen sozialisiert ist, lernt das als erstes. Ein Gegner, den man 5-0 geschlagen hat, da sollte man nicht noch nachtreten. Und englische Fairplay-Regeln sagen dann, auch dem muss man Luft lassen und auch dem sollte man den nächsten Tag gönnen und auch für den sollte man, gerade weil er am Boden liegt,
in irgendeiner Form Konstrukte finden, wie er wieder teilnehmen kann auf Augenhöhe. Und das sagen die Russen, das habt ihr mit uns alles nicht gemacht. Ihr hattet uns am Boden und dann habt ihr gedacht, das bleibt jetzt so. Putin hat noch einmal den Versuch gemacht, manche von Ihnen werden sich erinnern, das war 2001 im Bundestag. Da hat er eine Rede auf Deutsch gehalten und hat im Wesentlichen zwei Wünsche geäußert in der Rede. Einen gemeinsamen wirtschafts- und humanitären Raum von Vladivostok bis Lissabon und der Wunsch war ihm noch wichtiger, das hat er auch immer wieder danach gesagt, das hat auch Medvedev nochmal 2010 im Schloss Meseberg der Kanzlerin gesagt, endlich eine Sicherheitsarchitektur, eine Sicherheitspartnerschaft auf Augenhöhe. Diese beiden Wünsche wurden gehört, wurden begeistert beklatscht, es gab stehende Ovationen aller Bundestagsabgeordneten damals und dann sind sie in den Schrank gekommen. Nichts mehr davon ist auch nur angearbeitet worden. Ganz im Gegenteil, natürlich verstehen Russen das als Zynismus, als die Amerikaner kurze Zeit danach mit der Idee des Raketenabwehrschirms kamen. Die Russen sagen, das war ungefähr das Gegenteil dessen, was wir meinen mit einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur. Und unsere amerikanischen Freunde haben sich ja nicht mal erblödet, den Russen zu sagen, das ist aber nicht gegen euch gerichtet, das ist gegen den Iran. Ja. Und damals haben ja die Russen relativ clever reagiert und gesagt, wenn das gegen den Iran gerichtet ist, dann sollten wir diesen Raketenabwehr schon im Kaukasus aufstellen. Weil das ist viel besser und das könnten wir gemeinsam machen. Das wollte natürlich keiner, weil man wusste ja, wogegen es gerichtet war. Übrigens, manche von Ihnen werden den Namen noch kennen. John F. Kennan ist der bestimmt profundeste, weitsichtigste außenpolitische Denker der USA gewesen. Vor einigen Jahren verstorben, hat noch vor seinem Tode gesagt, seinen eigenen Landsleuten gesagt, es wird sich erweisen, dass die NATO-Osterweiterung der schlimmste außenpolitische Fehler der USA war. Das hat er so zusammengefasst aus dem, was er vorher wusste und dann dort gesehen hat. Ich will einen zweiten Punkt sagen zu den Vieren, die ich da vorhin kurz annonciert hatte. Der wird Ihnen vielleicht komisch vorkommen, weil er so wenig aktuell politischen Bezug hat. Ich meine Erinnerungs- und Gedenkpolitik. Aber ich will Ihnen sagen, warum. Auch weil man das viel in den Gesprächen dort wahrnehmen kann. Und der Höhepunkt, sage ich mal, der politischen Umsetzung dieser aus meiner Sicht falschen Haltung war ja, dass dann Angela Merkel nicht mal zur Kranzniederlegung am 9. Mai nach Moskau gefahren ist. Ich meine damit Folgendes, und das ist auch ein Punkt, der mich auch jenseits der tagespolitischen Dinge beschäftigt, weil ich selber noch keine Erklärung und keine wirkliche Lösung dafür habe. Und ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest. Ich bin in einem meiner Ämter Kuratoriumsvorsitzender des Johannes-Rau-Zentrums in Minsk. Das ist die einzige zivilgesellschaftliche Organisation, ausländische, die dort arbeiten darf. Unter diesen Bedingungen politischen Restriktionen sind wir ausgesetzt, aber wir dürfen viele andere Dinge machen. Wir machen dort unter anderem Gedenkpolitik seit vielen, vielen Jahren, haben eine Geschichtswerkstatt und beschäftigen uns jetzt sehr intensiv damit, endlich eine große Gedenkstätte zu errichten am Rande von Minsk für das drittgrößte Vernichtungslager, was Hitler in Europa betrieben hat und was keiner kennt. Auschwitz und Treblinka ist jedem bekannt, Trostenetz den Namen kennen nur ganz, ganz wenige Menschen. Durch diese, jetzt wird die Gedenkstätte endlich wahr, der Frank-Walter Steinmeier hilft da auch mit Finanzen und wir werden sie, wenn wir alles Glück haben, werden wir nächstes Jahr sie eröffnen können. Aber bei der Beschäftigung mit diesem kleinen Land, Weißrussland, lernt man noch was anderes und das ist am Jahrestag des Kriegsendes sehr, sehr deutlich geworden. Und da ist unser Defizit, mit dem ich nicht klarkomme. Wir haben Staatsakte erlebt in Oradour in Frankreich und in Lidice, zwei Dörfer, die ein ganz grausames Schicksal hatten. Die gesamte Bevölkerung wurde erschossen, das Dorf wurde dem Boden gleichgemacht. In Frankreich ein Synonym und Symbol für die Besetzung und in Tschechien auch. Und es war völlig richtig und ich finde es völlig in Ordnung, dass Jochen Gauck dorthin gefahren ist, dass Angela Merkel dorthin gefahren sind und dass in einem Staatsakt der Opfer gedacht wurde. In Weißrussland, wo wir zu derselben Zeit waren, kam die Frage, dort kommen eure Großkopferten hin. Wir haben 629 Orte alleine in Weißrussland, die genau dasselbe Schicksal erlitten haben wie Oradour, teilweise noch grausamer. Bei uns hat sich noch nie jemand hinverirrt von der politischen Klasse, um hier einen Kranz niederzulegen oder gar einen Staatsakt
zu zelebrieren. Und daraus, und dasselbe gibt es ja auch in Russland, auch in der Ukraine, kommt natürlich auch die Frage, warum haben wir so unterschiedliche Stellenwerte für Opfer? Und ich habe manchmal den Verdacht, dass da noch im hintersten Hinterstübchen bei uns Gefühls- und Denkmuster sind, die keine guten sind. Die da sagen, das sind eben Opfer östlich der Weichsel, das ist dann nicht mehr so dramatisch. Ich meine, da liegt wahrscheinlich was viel tiefer, als wir denken. Und ich finde es bis heute außergewöhnlich, das verhehle ich auch nicht, dass nach diesem Krieg, übrigens, ich sage mal noch, was ich auch mit dieser Opferklassifizierung meine, ich traue mich das nur, weil ich auch seit vielen Jahren in der Jerusalem-Stiftung mitarbeite. Und wir kümmern uns unter anderem auch darum, dass das Gedenken an die jüdischen Opfer möglichst so lange besteht, wie es unser Volk und unsere Nation gibt, weil das gehört zu unserer Dauerverantwortung und wird uns nie mehr verlassen. Aber ich frage mich dann trotzdem, wenn dort die Bundeskanzlerin in der Knesset sagt, wegen der Opfer ist bei uns das Interesse an Israel Staatsräson und wir werden immer an Israels Seite stehen. Klammer auf, wir akzeptieren ja dann sogar Völkerrechtsbrüche, die Israel in relativ großer Zahl dort permanent macht, Klammer zu. Und ich frage mich, warum die 27 Millionen Opfer des Russlandfeldzuges nicht annähernd diesen Stellenwert in unserer Matrix haben. Nicht mal annähernd, nicht mal im Ansatz. Da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Und auf der anderen Seite haben uns gerade die Völker der Sowjetunion nach diesem Krieg mit so unzähligen Toten, und dieser Krieg ist ja als Vernichtungskrieg konzipiert worden, weil man damals schon die Klassifizierung hatte. Das heißt, die Haager Kriegsordnung müssen wir nur gegen Briten und Franzosen einhalten. Bei den Russen brauchen wir das nicht. Das sind Untermenschen und die sind zweitrangig und da müssen wir uns an Regeln überhaupt nicht halten. Und trotzdem haben die Russen uns danach Vergebung angeboten, Versöhnung angeboten und sogar Freundschaft. Und ich finde, dass wir mit diesem Geschenk bis heute nicht hinreichend sensibel umgehen. Und da sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Es gibt einen dritten Punkt, der korrespondiert mit den anderen und die Russen merken das auch sehr deutlich. Das ist die Frage der Maßstäbe, die wir anlegen, wenn wir politische Vorgänge und Sachverhalte beurteilen. Ich will das auch nur mit ein, zwei Beispielen sagen. Wenn man in Russland auf dem Podium sitzt, kommt natürlich ganz zwangsläufig die Frage oder die Debatte auf die Krim. Und dann sagen Russen, aus eurer Sicht ist das eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, und ihr überzieht uns mit Sanktionen, so was, dann ist es so. Es bleibt aber für uns eine Frage, also für die Russen. Als 10 Jahre vorher der Irakkrieg begonnen wurde, habt ihr im Bundestag beschlossen, dass das eine flagrante Verletzung des Völkerrechts ist, Klammer auf, hat immerhin noch 100.000 Tote gekostet, Klammer zu. Wer hat von euch damals nach Sanktionen gerufen? Und wenn nicht, warum nicht? Welche Maßstäbe setzt ihr an? Welche Völkerrechtsverletzung wird sanktioniert? Welche Völkerrechtsverletzung wird eigentlich nicht sanktioniert? Was unterliegt dem? Es fällt einem nicht viel ein, um das erschöpfend zu beantworten. Das Einzige ist dann, dass man dann so ein bisschen rumstottert, und das sind halt die Amis, können wir uns gar nicht leisten. Da ist ja auch was dran. In Brüssel kriegt man das sogar zu hören, dass man sowas ja gar nicht hätte erwägen können. Dann gibt es noch etwas Zweites, etwas drunterliegend, aber beides zeigt diese Maßstäblichkeit, die nicht da ist. Jochen Gauck hat ja schon lange vor Krim, lange vor Ostukraine, Zeichen gesetzt, die auch relativ eindeutig waren, was er von Russland hält, indem er damals nicht nach Sotschi gefahren ist. Ich sage nochmal, manche vermischen das heute in Argumentation, da gab es noch keine Krim-Krise, das war alles davor. Er hat damals die Begründung angewandt, dass die homophobe Gesetzgebung, also die Nichtanerkennung, zumindest nicht nach unseren Standards, homosexueller Lebens- und Weisen und Ansichten, ihn dazu geführt hat. Übrigens, was diese Gesetzgebung angeht, da unterscheide ich mich in der Beurteilung nicht groß von ihm. Russen fragen dann, das ist ja spannend, aber wenn ihr zu euren saudi-arabischen Freunden fahrt, wenn ihr die Emire links und rechts auf die Wange küsst und ihnen 10.000 Panzer liefert, dann vergesst ihr dabei, dass homosexuelle Handlungen dort mit Steinigung bis zum Tode bestraft werden. Da interessiert euch das scheinbar nicht. Und wieder die Frage, welche Maßstäbe legt ihr wann an und wann macht man was richtig und wann macht was falsch? Oder werden nur wir
so beurteilt und bei anderen sagt man, ist eben anders. Und von daher, übrigens mit den Maßstäben, jetzt ist ja gerade das vom SIPRI-Institut in Stockholm, manche von Ihnen werden das kennen, das ist das Institut, was weltweit die Rüstungsausgaben jedes Jahr untersucht und dann eine Veröffentlichung macht. Und wir haben uns ja angewöhnt zu sagen, dass die Russen unheimlich expansiv rüsten und dass die große Gefahr eben jetzt davon ausgeht, dass die Russen sich da kaum noch einkriegen. SIPRI schreibt, unwidersprochen übrigens, von den Weltrüstungsausgaben 2016 waren 34,6% USA und 4,5% Russland. Nun kann man ja annehmen, dass die Amis alles karitativ einsetzen, aber ich meine, alleine, wenn man nur nackte Zahlen anschaut, das hatte ich vorhin gemeint, wenn es manchmal ein bisschen hysterisch zugeht, sollte man wenigstens auch diese Zahlen sprechen lassen und sagen, wer hat nun hier wirklich den Daumen drauf und wer nicht. Letzter Punkt von den vieren, Sanktionen. Ich habe mir viel Prügel eingehandelt, weil ich vom ersten Tag an gesagt habe, dass die aus meiner Sicht sinnlos sind. Ich sage nicht, dass die Situation damals nicht schwierig war. Die Sanktionen sind sinnlos. Ich habe drei Gründe damals gehabt, weil wenn man eine Sanktion verhängt, also ich bin kein Jurist, will hier nichts gegen Juristen sagen im Saal, ich bin nur Ingenieur und ich brauche immer klare Bilder. Juristen können das ja ein bisschen, gibt es ja mehrere Zwischenformen dann, da ist das ja ein bisschen, bisschen offener. Und wenn ich ein klares Bild möchte, heißt das, wenn ich eine Sanktion verhänge, will ich genau wissen, was könnte jetzt passieren und was will ich mit dieser Sanktion wirklich in Praxis erreichen. Da sind damals drei Bilder diskutiert worden, auch ich war auf Debatten in Polen, das war hochinteressant, was da an alles an Wunschvorstellungen nach den Sanktionen kam. Also das erste, klarste und normalste könnte sein, die Sanktionen werden verhängt, der russische Präsident tritt ins Fernsehen nach ein paar Wochen und sagt, hab doch nochmal nachgedacht, das war falsch, was ich gemacht habe und ich mache das jetzt anders. Undenkbar, dass wir das erleben. Sollten wir es erleben, wäre am nächsten Tag nicht mehr russischer Präsident, das muss man ganz klar sagen. Also scheidet aus. Zweite Vorstellung, die viel diskutiert wurde, das stehen die wirtschaftlich nicht durch. Der muss zurücktreten irgendwann, weil die sozialen Spannungen wären einfach zu groß. Ich finde es schon immer schwierig, wenn man das bei anderen erhofft, dass sowas kommt, aber sei es, weil es leiden ja erstmal die Menschen, ehe soziale Spannungen dann zum Rücktritt des Präsidenten führen. Aber da sagt uns der vorhin schon zitierte Lev Gutkov, wie gesagt, kein Putin-Freund, seid vorsichtig mit so einem Gedankenspiel. Wenn bei uns Neuwahlen sind und Putin tritt nicht an, gibt es einen neuen Präsidenten, keine Frage. Aber glaubt nicht, dass der westlicher wäre, demokratischer wäre, liberaler wäre oder euch mehr passen würde. Es würde ein deutlich nationalistischerer Präsident rankommen, weil die Stimmung halt so ist. Und dann gab es noch ein drittes Szenario und da ist mir restlos. Also da habe ich gar nicht mehr verstanden, wie man auf sowas setzen kann. Russland besteht ja aus vielen Nationalitäten, die durchaus auch so eine halb eigene Staatlichkeit hin und wieder haben. Die Tschetschenen kennen wir alle, aber viele andere kennt man weniger. Und da gab es dann so, weil es auch in Amerika diese Denkschule gibt, Russland ist einfach zu groß, das muss man segmentieren und in verdaubare Happen praktisch zerlegen. Und das könnte ja eine Folge der Sanktionen sein, dass die einzelnen Nationalitäten sich rühren und jeder sein Zeug zusammenholt. Da sage ich immer, Kinder, das kann man höchstens in Amerika sich ausdenken. Wir sind die Nachbarn. In Russland liegen 6200 Atomsprengköpfe. Wenn die in 50 verschiedene Hände kommen, dann möchte ich mal wissen, wie in Europa noch irgendwer für Sicherheit garantieren will. Wir sind ganz im Gegenteil selber darauf angewiesen, dass die russische Staatlichkeit einigermaßen erhalten bleibt. Es ist die zweitgrößte Nuklearmacht der Welt. Also da wird wirklich, wer so eine Gedanken hat, spielt echt mit dem Feuer. Und das habe ich null verstanden. Wenn man aber alles das jetzt hinnimmt und sagt, die Sanktionen gibt es halt. Übrigens, die haben teilweise skurrile Wirkung. Wer sich ein bisschen mit russischer Landwirtschaft beschäftigt, sieht das sehr deutlich. Wir werden unsere Verträge, die wir teilweise ja hatten, ob für Milch, für Gemüse, für viele andere Dinge, wahrscheinlich nie wiederbekommen. Weil in dem Fall war das fast ein Erweckungseffekt, die Sanktionen. Die hatten ja fast ein Drittel des Bodens, übrigens andere Böden als wir hier teilweise. Hier geht es ja in der Lommatscher Pflege, aber in Brandenburg, wir bestellen ja noch Böden. Also würden die Russen sagen, das ist knapp vor der Wüste, wieso macht ihr hier was? Die haben teilweise sogar die Schwarzerde liegen lassen. Das sieht man jetzt nicht mehr.
Das geht jetzt flächendeckend los, dass investiert wird. Und so salopp sagen einem dann Russen, wir verstehen eins überhaupt nicht mehr, wie wir 20 Jahre holländische Tomaten essen konnten. Das werden wir nie wieder machen. Und da ist also auch was erwacht, kann man wirklich sagen. Und geht auch in manche andere Bereiche, längst nicht in alle, aber das sind die Wirkungen, die wir eigentlich gar nicht haben wollten. Viel heftiger ist übrigens die Wirkung, dass wir sie langsam nach China drängen. Und was da an Verträgen entsteht, übrigens kein Russe will wirklich dahin. Das ist ein völliger Irrglaube, dass es eine Sehnsucht nach China gibt. Das ist eher eine Aversion. Aber sie sagen uns jedes Jahr deutlicher, jetzt gerade in der Woche war es ganz deutlich, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, jetzt kommen ja noch die neuen amerikanischen Sanktionen, die noch mal härter und schärfer sind, dann bleibt uns ja kein anderer Partner übrig. Und man weiß generell, wenn erstmal neue Handelswege begangen werden, ist es ganz schwer, die alten wieder zu aktivieren. Das wird kein Mechanismus sein. Wenn man heute sich anschaut, wir haben die Sanktionen noch, muss man ja wenigstens jetzt mal nach 3-4 Jahren sagen, was haben sie gebracht? Und spätestens da würde ich mir jetzt wünschen, dass wir aufwachen. Denn wir können jetzt einfach besichtigen, politisch ist alles schlechter geworden. Militärisch ist es gefährlicher geworden, siehe Ischinger. Wirtschaftlich ist es miserabler geworden. Innenpolitisch hat sich nichts verbessert. Russland ist eher noch ein Stück nationalistischer geworden. Was hat sich eigentlich getan? Wo ist eigentlich der Nutzeffekt? Und deshalb würde ich mir wenigstens jetzt wünschen, dass wir da in Europa, ich komme nachher nochmal auf den geopolitischen Punkt, warum ich glaube, dass es sogar notwendig ist, da jetzt umzusteuern. Wir halten uns da an was fest. Die Russen richten sich langsam darin ein. In 3 Jahren werden die sagen, lasst doch eure Sanktionen, weil wir haben uns jetzt was anderes gesucht. Und wenn man sich diesen Sanktionsprozess mal bis zu Ende anguckt, wird er am Ende Verlierer und Gewinner haben. Die Gewinner werden auf jeden Fall China sein, die USA. Die Verlierer werden Russland sein und auf jeden Fall Europa. Das wird sich so abbilden in 10 Jahren. Und dann frage ich mich, ob das wirklich sinnvoll war. Frage übrigens zu diesem archaischen, also warum Sanktionen auch gegen Russen nie helfen, als wir jetzt in Wolgograd waren, 2 Wochen vorher zum Dialog an der Wolga, das ist so eine Friedenskonferenzbemühung für Zivilgesellschaft, da hat uns ein älterer Russe gesagt, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr dieses Land, wie es nun mal ist, mit Sanktionen irgendwie beeindrucken könnt. Erstens habt ihr unserer Regierung eher ein Argument geliefert für die Schwierigkeiten, die Russland hat, wirtschaftlich, dass dann gesagt werden konnte, ja, wegen der Sanktionen ist das jetzt alles, also ihr macht es unserer politischen Führung eher noch leichter. Und zweitens sagt er, weil wir gerade in Stalingrad waren, hier haben verhungerte Gestalten auf der anderen Seite der Wolga Granaten hergestellt und Panzer gebaut und am Ende euch geschlagen. Glaubt doch nicht, dass ihr ein solches Volk mit so ein paar Wirtschaftssanktionen irgendwie in die Knie zwingt. Das hat er so eindrucksvoll und so deutlich und so urrussisch gesagt. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin. Und das zeigt sich eben, dass wir wenig über die Seele dieses Volkes in Wirklichkeit wissen, in den Etagen, in denen sowas entschieden wird. Wir haben 3 Ebenen, auf denen wir handeln können. EU, Eurasische Wirtschaftsunion würde ich mir wünschen. Ich werde schneller, ich merke schon, ich werde unruhig. Da kann sich was tun. Ich hoffe, es wird sich auch was tun. Es wird nur wahrscheinlich ein langer Weg werden. Auf jeden Fall könnte, die Kanzlerin hat das neulich sogar mal gesagt, ungefähr 16 Jahre nachdem Putin das im Bundestag vorgeschlagen hat, man könne ja mal über Vladivostok, Lissabon nachdenken. 16 Jahre danach kam das jetzt in einer ihrer Reden. Manche Russen haben gesagt, wäre ein bisschen spät. Aber vielleicht sollte man es trotzdem noch nicht ganz verbannen. Es gibt eine 2. Ebene, die der Regierung. Und da sage ich, Geschichte wiederholt sich nicht. Ich war übrigens sehr froh, dass Frank Steinmeier endlich nach sieben Jahren mal wieder einen Besuch gemacht hat in Moskau, wenn es auch kein Staatsbesuch war, aber immerhin ein Arbeitsbesuch. Aber wenn ich sage, Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir dürfen aus ihr lernen, dann meine ich ganz konkret und dezidiert Willy Brandt und Egon Bahr. Denn da kann man wirklich noch deutlich was lernen. Egon Bahr hat uns erzählt, wie seinerzeit, und das muss man sich einfach nochmal, den Film muss man sich ablaufen lassen und mit heute verschneiden. 60er Jahre waren ja nun geprägt vom Mauerbau, Kuba-Krise bis hin zur Niederschlagung des Prager Frühlings mit massiver Waffengewalt durch die Russen, also durch die Sowjetunion damals. Und Bahr und Brandt haben, wenn man heute es will, paradox reagiert.
Natürlich wäre das eine Situation, wo man heute nicht nur nach Sanktionen, sondern, weiß ich nicht, nach Übersanktionen rufen würde. Und Egon Bahr hat damals gesagt, wir sind einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, wenn wir so weitermachen, wie es jetzt läuft, dann kommt der Dritte Weltkrieg jeden Tag näher. Also, wir handeln antizyklisch und sagen, wir bieten ein Modell an, Wandel durch Annäherung. Wir nehmen Verhandlungen gar über einen Grundlagenvertrag auf. Wir machen also alles, man muss mal wirklich sagen, völlig anders, als jetzt die Reaktionsmuster sind. Und er hat uns sogar Instrumentarium und Handwerkszeug geliefert, weil wenn man so weit gekommen ist, dass heute Leute anfangen, darüber nachzudenken, man müsste mal, man sollte mal und wir können da vielleicht auch was lernen. Ich bleibe übrigens dabei, dass dieser Mut damals von Willy Brandt und Egon Bahr dazu geführt haben, dass wir heute überhaupt die europäische Einigung haben. Das wird manchmal auch so ein Stück nach hinten geschoben. Ohne diesen Mut wären wir wahrscheinlich näher am Dritten Weltkrieg als an der europäischen Einigung gewesen. Aber selbst wenn man heute Leute so weit kriegt, sagen sie dann, ja, aber wir haben ja Dinge, da kommen wir im Moment nicht drüber. Die Annexion der Krim zum Beispiel. Ich kann Ihnen übrigens jetzt schon sagen, heute ist Samstag, Donnerstag geht der nächste Petersburger Dialog los. Ich befürchte, dass der nach demselben Ritual ablaufen wird, wie im Moment fast alle deutsch-russischen Veranstaltungen ablaufen. Es werden drei deutsche Reden gehalten, drei russische. In den drei deutschen werden alle Sünden der Russen aufgelistet, weil man denkt, man muss das so machen, weil sonst wird man ja schlecht beschrieben in den Medien. Deshalb die Krim, die Ukraine, Syrien und so. Dann kommen die russischen Redner und kommen mit dem Irak und mit Libyen und mit Kosovo und allem. Und dann beim letzten Dialog war es so, dann war die Stimmung so im Eimer, dass die Leute getrennt Armbrot gegessen haben. So kommen wir nicht weiter. Und da hat uns Egon Bahr förmlich gelehrt, kann man sagen. In die Verhandlungen damals mit der Sowjetunion losgingen, waren mindestens so große Klippen zu umschiffen, denn die Sowjetunion hatte 1940 das Baltikum annektiert. Das war nie anerkannt worden vom Westen. Also hätte man mit der Logik von heute sagen können, dann können wir eben nicht verhandeln, dann können wir nicht reden. Egon Bahr hat gesagt, das hat man, übrigens beim Passierscheinabkommen fing das mit der DDR auch schon an, da gab es auch Klippen. Dinge, die wir jetzt nicht lösen können, das ist der Lehrsatz, legt man erstmal zur Seite und redet über die Dinge, weil es geht um die Verbesserung von Lebenssituationen von Menschen, hier konkret in der Ostukraine. Man redet dann über die Dinge, die man lösen kann und widmet sich denen. Vielleicht finden sich für die zur Seite gelegten Dinge Jahre später plötzlich aus neuen Kontexten auch neue Lösungen. Und deshalb habe ich immer gesagt, als Schüler, sage ich mal, dass man das Krim-Thema nimmt und dann stellt es doch Verflucht nochmal zur Seite und macht zwei Banderolen drauf. Europa schreibt drauf, das werden wir niemals anerkennen aus völkerrechtlichen Betrachtungsweisen und die Russen schreiben drauf, das geben wir niemals wieder her und reden dann mal über die Dinge, die jetzt sein müssen. Wir werden über Flüchtlingsfragen ohne Russen nicht reden können, wir werden über Terrorbekämpfung nicht reden können, wir werden über Klimawandel nicht reden können, wir werden über das Schicksal der Menschen in der Ostukraine nicht reden können. Also all die Dinge müsste man besprechen und wir halten uns immer noch und immer wieder da auf, wo im Moment keine Lösung da ist. Übrigens, wenn Sie nach Russland reingucken, Sie werden keine relevante Kraft bis hin zu den Liberalen finden, die uns von der Krim-Problematik irgendwie erlöst. Weil selbst Nawalny hat gesagt, sollte er Präsident werden, wird er die Krim behalten. Und der Altpräsident Gorbatschow hat dasselbe gesagt. Er ist sich mit Putin nicht in vielem einig, aber da ist er sich mit ihm einig. Also von daher muss man dann einfach auch mal realpolitisch, wir denken ja fast nur noch wertepolitisch, und auch das könnten wir lernen von Egon, dass wenn es um Krieg und Frieden geht, sollten wir wieder ein bisschen realpolitischer werden. Und ich glaube, dass wir dringend uns der Frage widmen müssen, übrigens noch so ein Ding, wo ich mich im Wahlkampf gewundert habe, dass fast überhaupt nicht über Abrüstung diskutiert wurde. Dabei ist in aller Stille fast alles, was an Abrüstungsverträgen da ist, an Rüstungsbegrenzungsverträgen, längst außer Kraft gesetzt worden. Ein paar von den Russen, ein paar von den Amerikanern. In 2 Jahren läuft der INF-Vertrag aus, der letzte, der die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindert. Das ist das zentrale Thema, unser Überlebensthema. Und irgendwie ist das, streiten sich jetzt bei der Regierungsbildung um Sachen, wo man sagt, naja, jeder hat so seine eigene Wichtigkeit. Ich glaube, dass für die nächsten Jahre, wir haben nicht mehr unendlich Zeit, müssen wir uns dem Thema, der Wunsch 2 von Putin damals, einer Sicherheitsarchitektur widmen, die Russland mit einbezieht. Wenn wir das nicht tun, wird die Eskalation an der Grenze immer dramatischer. Und neulich hatten Militärpolitiker gesagt, bei einer dieser Konferenzen, dass die Gefahr
eines Zufallskrieges inzwischen ungefähr 20 Mal höher ist als noch vor kurzem, weil einfach die Blöcke wieder näher zusammengerückt sind und heute die Informationsübermittlung so gravierend schnell geworden ist, dass das kaum noch wirklich auszuschließen ist, wie man einen solchen Zufallskrieg am Ende ausbrechen zu lassen. Ich will eine dritte Ebene sagen, ganz bewusst ist die im Moment vielleicht sogar die wichtigste. Wir nennen das Kontakt der Zivilgesellschaften, die Russen nennen das Volksdiplomatie, wie auch immer. Wenn es weiter so hakt, müssen wir zumindest versuchen, um den Prozess, den Frank Steinmeier in Moskau jetzt beschrieben hat, dass unsere Völker nämlich schon längst einem Entfremdungsprozess unterliegen, und das kann man auch spüren, das nimmt man wahr. Und ich halte Entfremdung für eine hohe Gefahr, weil Völker, die wenig übereinander wissen, die wenig Verbindung haben, die wenig Austausch haben, denen kann man jeweils den größten Unsinn über das andere erzählen, weil nicht mehr hinreichend kritische Masse da ist, die dann sagen kann, halt, so ist es nicht. Und wir haben übrigens dabei nicht nur politische Probleme, sondern auch demografische, weil die, die noch in großer Zahl die Fahne hochgehalten haben, waren vorwiegend Bürger Ostdeutschlands, weil die einfach durch ihre Vita, durch ihre familiären Dinge, durch ihre Studien oder an der BAM gearbeitet oder an der Trasse oder wo auch immer, da noch einen Ausgleich gegeben haben. Das ist jetzt demografisch halt bald zu Ende und es ist wenig nachgewachsen. Wir hatten eine Sprachenkonferenz, also wo es darum ging, wer lernt welche Sprache wie, und da kann man nur sagen, bei Russisch geht es steil bergab, und das hat natürlich alles Folgen, und diese Folgen sind dann auch in solcher Entfremdung zu sehen. Wir haben, um auch mal was Positives kurz vor Schluss zu sagen, hier ein sehr schönes Erlebnis vor wenigen Wochen gehabt, dieser und jener hat es vielleicht von Ihnen vernommen. In Krasnodar haben wir eine Städtepartnerkonferenz, war die 14. ausgerichtet, mit 650 Aktivisten aus russischen und deutschen Städten, und das war eine super Stimmung, fast schon verzweifelt fröhlich, kann man sagen, nach dem Motto, wir sind trotzdem froh. Die unheimliche russische Gastfreundschaft hat das ihre dazu getan, und es kamen auch beide Außenminister runter, Sigmar Gabriel und Sergej Lavrov, und haben sich quasi anstecken lassen, wenn man so will, und haben das Jahr der deutsch-russischen Partnerschaft auf regionaler und kommunaler Ebene ausgerufen. Zeigt auf der einen Seite, dass man schon hofft und sich wünscht, dass da endlich wenigstens da noch was passiert, wenn auf den anderen Ebenen schon nichts passiert. Ich hoffe auf der anderen Seite, dass die neue Regierung weiß, dass man dazu aber auch was tun muss. Das wird nicht von selber gehen. Was meine ich? Wir haben in Vorbereitung der Konferenz Anrufe von Bürgermeistern gehabt, die tatsächlich die Frage gestellt haben, und das ist ein Zeichen für Entfremdung. Kann man da im Moment hinfahren? Sollten wir hinfahren? Schadet mir das nicht in Deutschland, wenn ich da hinfahre? Ist ja immerhin Russland. Und sollte man das überhaupt tun? Also so weit sind wir schon, dass man sich rückversichert und fragt, ist das im Moment opportun, da zu sein? Das ist schon ein Produkt bei politisch aktiven Leuten noch dazu, was ich für schwierig halte. Und wir wollen trotzdem versuchen, wir haben sehr viel vor in den nächsten Monaten, möglichst viele Brücken zu erhalten. Es geht im Moment vorwiegend um Erhalten und diese und jene dazu bauen, damit eben dieser Entfremdungsprozess an Tempo nicht zunimmt. Zwei Bemerkungen noch. Die eine, das hatte ich vorhin schon gesagt, warum sind wir eigentlich mehr als gehalten, uns viel mehr zu mühen, mit den Russen wieder klarzukommen. Ich will es ganz holzschnittartig sagen, wer sich geopolitisch ein bisschen interessiert, muss ja ganz klar akzeptieren und sehen, dass sich das wirtschaftliche Gewicht dieser Welt nun endgültig und irreversibel verschoben hat. Und wir sind nicht mehr im Zentrum des wirtschaftlichen Schwerpunkts. Es ist eindeutig China, Japan, Vietnam und Südkorea. Die Trump-Reise hat das ja jetzt nochmal auch ganz deutlich gemacht. Ich meine, der chinesische Präsident tritt schon ganz natürlich auf als der Führer der Welt, mehr oder weniger. Er ist gönnerhaft gegenüber den anderen, aber er sagt im Prinzip, ich mache das Ding hier jetzt. Die Amerikaner haben sich schon lange darüber gebannt. Also der pazifische Raum ist der ihre, nicht mehr der atlantische. Obama hat übrigens eine bei uns viel zu wenig beachtete Rede vor 4 Jahren gehalten in Australien, wo er gesagt hat, unsere Blickrichtung ist ab jetzt diese, nämlich rein in den Pazifik. Trump hat lediglich hinzugefügt noch die isolationistische Komponente, die Obama nicht hatte, also wo er jetzt noch sagt, wir gucken sowieso kaum noch irgendwo hin, wir gucken erstmal nur nach Amerika und dann vielleicht noch in den Pazifik, was ja heißt zu uns gar nicht. Und deshalb sage ich, wenn wir jetzt in dieser Situation, die sich Jahr für Jahr deutlich herausschält, den Blödsinn weitermachen, dass wir die Sanktionen aufrechterhalten und die Russen Stück für Stück, auch das ist ein Prozess, der 10 Jahre dauern wird, aber dann irgendwann ist er manifest,
nach China drängen, dann haben wir vielleicht in 10, 20 Jahren eine Welt, wo der asiatische Raum sowieso das Zentrum ist, die Amerikaner entweder bei sich oder beteiligt am asiatischen Wirtschaftswunder sind. Die Russen haben wir nach China gedrängelt und Verbindungen gehabt und plötzlich sitzen wir hier auf der Weltkarte relativ alleine. Und das fast ohne alle relevanten Bodenschätze und Rohstoffe. Und ich muss da immer an Zbigniew Brzezinski denken, der schon 1997 geschrieben hat an seine amerikanischen Präsidenten, dass wenn Russland und Europa sich zusammentun, dass das dann eine schwierige Situation für die USA ist. Weil dann hätten die beiden den Weltwettbewerb gewonnen. Und ich wundere mich, dass wir nicht mal so eine Bücher lesen und dann unsere Schlüsse daraus ziehen und sagen, was müsste jetzt kommen. Ich schließe mit dem Satz von Egon Bahr, weil wir ja sehr viel auf unsere wertegeleitete Außenpolitik Wert legen und sehr wenig realpolitische Aspekte da drin haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die neue Regierung sich konstituiert, dass das eher noch verstärkt vielleicht ein Aspekt ist. Egon hat mal 2013 gesagt, unsere Werte sind richtig und wichtig und verteidigungswert. Es gibt nur eine Sache, die drüber steht. Und das ist die Haltung des Friedens, weil sonst die Werte am nächsten Tag nichts mehr wert sind. Und ich glaube, das sollte uns leiten, ein vernünftiges Verhältnis zu Russland hinzukriegen. Danke. Ja, vielen Dank, Matthias Platzek. Wenn ich mir das so anhöre, dann finde ich das so überzeugend, dass ich mich immer wieder frage, die ganze Zeit fragte ich mich eigentlich, warum das die handelnden Politiker in Deutschland und in Europa nicht auch so sehen können oder warum sie das auch nicht sehen wollen können. Das würde mich dann schon interessieren, was eigentlich der Hemmschuh ist, denn die sind ja nicht so dumm. Alles das, was du eben gesagt hast, klingt in meinen Ohren vernünftig, überzeugend. Aber warum ist das sozusagen eine verfolgte Minderheit, die mit diesen Gedanken durch die Gegend läuft? Aber gut, das will ich mal. Aber nicht mich als Vertreter der Minderheit. Also, wir machen das, was wir immer machen, keine weiteren Überleitungen. Sie sind dran mit Ihren Fragen.